Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Junge Kandidatinnen und Kandidaten in der ÖVP Bruck. Tanzworkshop von Body Art and Expression im Spielraum Kapfenberg. Und das Wetter am Wochenende, Samstag sonnig, Sonntag Schnee. Viel Jugend findet sich auf der Kandidatenliste der Brucker Volkspartei. Die Partei in den kommenden Jahren verjüngen, hat man sich vorgenommen und bei einem Pressegespräch einmal 4 Kandidatinnen und Kandidaten präsentiert. Ein ganz ein wichtiges Thema und es war mir von Beginn an ein Anliegen, möglichst die Jugend gut positionieren. Ich habe auf meiner Liste 10 Jugendkandidaten und 5 davon sind unter den ersten 15 gereiht. Einer ist auch auf einem aktuellen Gemeinderatsmandat gereiht und wir hoffen doch, dass er fix in den Gemeinderat kommt. Nummer 7, 7 Mandate gibt es für die ÖVP bisher. Man will natürlich mehr machen wie alle anderen Parteien. Auf jeden Fall ist das unser Ziel und ich denke mir, gerade mit so dynamischen jungen Menschen, die viel mitgestalten wollen für die Zukunft unserer neuen Stadt Bruck an der Mur, sind wir wirklich gut aufgestellt und haben viele wichtige Inputs, wie es weitergehen soll in Bruck an der Mur. Hört man sich so die Wahlprogramme ein bisschen an, ähneln sie sich fast? Man will die Mehrheit, die absolute Mehrheit der SPÖ brechen. Ja, durchaus. Das ist natürlich eines unserer vorrangigen Ziele, denn wir wollen mehr Diskussionsbereitschaft in den Gemeinderat, mehr Transparenz, mehr Ideen einbringen können. Und das geht natürlich bei einer absoluten Mehrheit einer Partei auf keinen Fall. Mit dem 19-jährigen Studenten Helmut Sommer steht ein Jugendkandidat auf dem aktuellen Listenplatz 7. Nach seinen Vorstellungen soll die Gemeindepolitik nachhaltig, transparent und generationengerecht gestaltet werden. Unsere Erwartungen sind natürlich, dass wir mit mindestens einem Jugendmandat, nämlich mit der Nummer 7, eins in Schönwart, noch ein zweites. Aber mit dem Jugendmandat haben wir wirklich mit der Jungen Volkspartei eine gute Chance, junge, innovative und aktive Politik für die Jugend in Bruck zu betreiben. Glauben Sie, dass Sie alle diese Programme, die Sie sich vorgenommen haben, auch von der Vision in die Realität umsetzen könnten? Man muss immer realistisch bleiben. Um alles umsetzen zu können, braucht man Mehrheiten. Um Mehrheiten zu bekommen, muss man gut verhandeln. Ich denke, es braucht nach der Gemeinderatswahl braucht man ein gutes Verhandlungsklima, ein gutes Gesprächsklima. Wir müssen verhandeln können und wenn die anderen Parteien gewillt sind, sich von uns überzeugen zu lassen und man kann sich von uns überzeugen lassen, weil das bessere Konzept entscheidet, dann werden wir sehr wohl in der Lage sein, einiges umzusetzen. Wir setzen es uns auf die Agenda und es geht dann nur darum, dass wir die Mehrheiten finden. Ein wichtiges Anliegen der Jungen Volkspartei, der Mobilitätscheck für die Studierenden, ist vom Brucker Gemeinderat schon im vergangenen November beschlossen worden. Erschwingliche Wohnungen und Kinderbetreuungen stehen ebenfalls im Fokus der jungen ÖVPler. Wir möchten einfach schauen, dass eben gerade gegen die Abwanderung, dass unsere jungen Familien hier bleiben können, genug Möglichkeiten für Betreuungsplätze vorhanden sind. Und das müssen wir schaffen alle gemeinsam. Was will man mit dieser Jugend jetzt erzielen bei den kommenden Gemeinderatswahlen am 22. März? Naja, das beste Ergebnis wären, ich sage jetzt einmal, 3 Mandate zusätzlich. Warum soll der Brucker oder die Bruckerin jetzt gerade die ÖVP wählen? Ganz kurz und knapp, wir haben das beste Programm für die neue Stadt Bruck an der Mur. Insgesamt 10 Personen unter 30 Jahren kandidieren bei den Gemeinderatswahlen für die ÖVP. Für die Verantwortlichen ein klares Zeichen in Richtung der Jugend. Die Ferien aktiv und sinnvoll verbringen. Das wird in der Stadt Kapfenberg den Kindern und Jugendlichen leicht gemacht. Der Tanzworkshop von Judith Elisa Kaufmann von Body Art and Expression hatte auch heuer wieder großen Zulauf. Ja, es ist Wahnsinn. Wir haben sehr, sehr gut besucht, die Workshops. Also man könnte sagen, absolut voll. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich meine Assistentin Susanne Hofbauer hier mit habe, weil es sind wirklich sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche. Die Begeisterung ist riesig. Die Kinder lieben es, sich zu bewegen. Klar, die Bühne ist ein Magnet. Wir haben natürlich auch viele Kostüme mit und ganz tolle Musik und die Kinder genießen das sehr. Die Kleinen waren mit Begeisterung dabei und bei 19 Mädchen war natürlich der einzige Bub in der Runde der Hahn im Korb. Die Vorbereitungen für so einen Tanzworkshop sind natürlich sehr wichtig.
ganz, ganz viel Vorbereitung. Also wir kommen ja hierher und wir müssen fertig sein mit der Vorbereitung. Also nicht nur müssen Kostüme da sein, ein Konzept da sein, es müssen Choreografien fertig sein, Musikschnitte fertig sein. Wir müssen den ganzen Ablauf für die Abendvorstellung dann fertig haben. Die Kinder werden ja umrahmt von den Summary Dancers, Leitung Sumi Riegler. Und da muss natürlich ein Gesamtkonzept vorliegen und das dauert einige Wochen, bis man da wirklich mit allem fertig ist. Und natürlich die Summary Dancers und die Summary Youngsters, das sind tonnenweise Kostüme am Weg und die müssen jetzt alle hier hinter der Bühne verstaut werden und das braucht sehr, sehr viel Zeit und viel Überblick und ja, man ist dann wirklich froh, wenn man es gut über die Bühne gebracht hat. Und schaut man den Kindern und Jugendlichen zu, sind da und dort schon einige Talente zu erkennen und das nach wenigen Übungsstunden. Ja, da sieht man sehr, sehr viel und das Schönste sind immer jene Talente, die echten Talente sind, die keine Ahnung davon haben, wie gut sie wirklich sind und deswegen zu arbeiten nie aufhören. Das sind dann die, wo man weiß, die werden weiterarbeiten und die kommen dann auch am weitesten. Das sind zum Unterschied von jenen, die wissen, dass sie talentiert sind, die ruhen sich meistens drauf aus. Und das sehen wir hier schon bei den Kleinsten und da sehen wir auch Kinder, die alljährlich wiederkommen, die ich jetzt 5, 6 Jahre hier schon habe und wo wir wirklich begleiten können und sehen, wohin das führt. Die Kleinen am Vormittag und die Größeren am Nachmittag zeigten großes Interesse und auch die Disziplin stand im Mittelpunkt. Die Freude an der Musik und die Freude an der Bewegung sind wichtige Bestandteile für einen gesunden Körper. Und bei einem Tanzworkshop kann man all das so richtig gut verbinden. Sportfreunde, am 28. Februar ist es soweit. Die Sporthalle in Kindberg wird erbeben, wenn die Catcher, die 18 Wrestler aus allen Nationen in den Ring steigen werden. Ich zähle auf eure Unterstützung. Kommt vorbei bei der Catch Wrestling Weltmeisterschaft 2015. Heute war wieder ein strahlend schöner Tag, ideal für einen Skitag in unserer Region. Die Höchstwerte lagen bei plus 11 Grad. Das Wochenende wird zweigeteilt, am Samstag noch sonnig und mild. Der Sonntag bringt dann aus heutiger Sicht ein wenig Schnee und Werte bis maximal plus 4 Grad.